und sagt den Leuten, wie toll Atomkraft ist, dann sagt sehr viele, das Atommüll, das geht nicht, das Atommüll ist ein Riesenproblem, wir können das nicht handhaben und oh, das geht nicht. Und das erinnert mich an eine Geschichte von dem dänischen Dichter Hans Christian Andersen. Ich glaube, die meisten hier kennen Hans Christian Andersen aus Dänemark. Der hat eine Geschichte geschrieben, der heißt Die neue Kleider von dem Kaiser. Ja. Und da die neue Kleider von dem Kaiser waren so schön und nur wer sehr blöd ist, kann nicht sehen, wie schön die Kleider sind. Und in Wirklichkeit gab es natürlich überhaupt keine Kleider, aber niemand wollte das sagen, weil dann da dachte man, das ist wahrscheinlich nur mir, ich kann es nicht sehen, ich bin wahrscheinlich blöd, die anderen sehen es schon. Und da haben alle gesagt, ja, schöne Kleider von dem Kaiser, das ist toll, das ist schön. Und nur am Ende hat das kleine Kind geschrien, gesagt, der Kaiser ist genackt, er hat überhaupt keine Kleider an. Und dann plötzlich hat alle gesehen, ja, der Kaiser hat die ganze Menge gerufen, ja, der Kaiser ist genackt, er hat überhaupt keine Kleider an. Und das ist für mich genau die gleiche Geschichte mit dem Atommüll. Alle sagen, das ist ein Riesenproblem, wir können es nicht handhaben, weil die anderen das sagen. Aber wir können das Atommüll natürlich sehr gut handhaben. Das ist eine winzige Menge, ist fast nichts. Wir können das verpacken, wir können das sehr gut handhaben. Und wir sind heute, die 200 Leute hier heute, wir sind das kleine Kind. Wir müssen in den Mengen sagen, der Kaiser ist genackt. Er hat überhaupt keine Kleider an. Ja. Ja, das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank.